Hallo, liebe Imkerkollegen. Endlich ist es auch hier in Schleswig-Holstein bei uns warm, an der Westküste. Und ja, Kai, ihr kennt ja Kai, erzählte das ja schon, an der Ostseeküste ist das auch. Das sind 150 Kilometer entfernt von hier, einmal auf der anderen Seite von Schleswig-Holstein. Endlich können die Bienen in die Weiden fliegen, holen auch massig Pollen von die Völker, die bei mir überlebt haben. Mein Volk Nummer eins ist mein stärkstes Volk, immer auf dem Stand. Und das hat den Winter überlebt. Dieses Volk, da hatte ich die Königin beim Zeichnen in einem Zeichengerät gequetscht. Ja, habe ich auch ein Video drüber gemacht, gezeichnet, und dann wollte ich das mit dem Gerät zusetzen, und ja, so wie das Gerät ist, Königin gequetscht, und ja, die wurde später nachgezogen erst, und das ist nicht ganz so stark geworden. Fliegt etwas, aber hat überlebt. Mal sehen, inwieweit das stark wird. Sonst muss ich das vereinigen, vielleicht mit diesem. Ja, was will ich jetzt hier? Ich hatte das ja schon vor Wochen geschiedet. Und jetzt will ich da einen Drohnenrahmen reinhängen. Ich habe da einen rausgenommen. Da können die entweder oben gleich losbauen. Hier unten können sie bauen, was sie wollen. Ich will rechtzeitig Drohnen haben hier bei mir auf dem Stand. Denn ich muss ja sehen, dass ich in die Vermehrung gehe, wieder von meinen Völkern. Rechtzeitig Ableger, da werde ich Brutwaben entnehmen und nach 9 Tagen Zellen brechen, beziehungsweise ja nicht nach 9 Tagen, am 9. Tag. Das werden ja 3, das werden eine Woche, knapp eine Woche später werde ich alle Zellen brechen und dann wird eine Königin zugesetzt. So spare ich mir da so 10 bis 2 Wochen ungefähr, bis eine Königin begattet worden ist. Und ja, ich habe da schon was gebastelt. Das hatte ich auch vorgestellt schon mal. Ja, das steht hier, ist aber noch nicht fertig. Darum steht das so, dass es mit den Rähmchen nach Schimmern in dem Maß. Das werde ich noch vorstellen. Und warum das hier drin ist. Und. Naja, erstmal, da sind, mal ganz kurz, da sind 4 Abteile, die ich auch trennen kann oder auseinanderziehen kann wieder. Und 4 Fluglöcher. Das sind zur Begattung, habe ich das gebaut nochmal. Die Fluglöcher habe ich jetzt alle nach einer Seite gemacht, sollte man normalerweise nicht, aber damit ich das irgendwo ranstellen kann oder in die Voliere stellen kann, muss ich das so machen. Werde ich noch alles vorstellen. Folgt alles noch. Ja, jetzt werde ich hier ganz schnell. Ich habe es geschiedet, Waben rüberschieben. Hinter das Schied kommt gleich der Drohnenrahmen. Ist immer so. Als letzter kommt der Drohnenrahmen und dann das Schied. Und ja, mal sehen, was sie damit anfangen, ob die schon Drohnen haben wollen dann oder nicht. Das sollen die selber entscheiden. So. Da habe ich mir eine Mütze mitgebracht. Das reicht. Ein bisschen Smoker habe ich, ein bisschen Eierpappe und ich denke mal, die sind ganz friedlich und beißen nicht.
Denn diese Königin, die ist ja von meinem Züchter meines Vertrauens, steht auch unter meinem Video. Eine Belegstellenbegatte der Königin, 35 Euro kosten die. Eine gute Qualität. Und hier war das 35 oder 5. Müsst ihr mal nachgucken auf der Website. Ich habe die schon über Jahre hinweg und das ist eine sehr schöne Biene. Kanika. So. Ich werde euch mal näher ranholen, damit ihr auch was sehen könnt, wie das aussieht. Na, so. Und so. Ja. So. So, etwas kalter Wind kommt hier noch, aber es ist geschützt. So. Ja, hier habe ich geschiedet auf vier Waben. Mal sehen, keine quetschen. Futter haben meine Bienen genug. Fast zu viel. Ich wollte die von den Völkern, die Brutwaben einschmelzen und da ist überall so viel Futter drauf, bis die erstmal aufgeheizt sind, die Waben. Ich weiß nicht, ob die Arbeit sich da lohnt oder ob ich die ausschneide und in die Tonne schmeiß. So, das ist ein Sheet. Das soll die erste Brutwabe sein. Ich werde die mal ziehen. Ja. Ihr seht das. Da ist Brut, da ist auch schon. Die sind schon bis dort ran. So, dann hänge ich den da einfach rein und dann eine Woche später, wenn das nachher wärmer geworden ist, dann kann ich entscheiden, hänge ich eine. Wieso passt die da nicht? Ja, das ist immer das erste Mal, wenn man anfängt jetzt. Ist überall noch. So. Ja, gestern hatte ich was gesehen, fiel mir auf, kann ich auch noch mal kurz erklären. Die Segeberger Beute hat hier Abstand. Ja, hier war der Akku leer. Das wollte ich noch eben erklären. Auf der einen Seite hat die Segeberger Zage eine Abstandsregelung. Das hatte ich zuerst auch bei meinen, als ich anfing, vor 40 Jahren gar nicht gesehen. Also auf der Seite soll man die Rähmchen gegenschieben und dann hat man den Abstand. Hier die Mini Plus. Da, als ich im Krankenhaus gelegen habe, da habe ich eine Königin bekommen von meinem Züchter. Er hat gesagt, die schenke ich dir. Und ja, mein Vater war da. Ich sage, mach es mal so, hol dir irgendwo Rähmchen raus,
fahre aus der Mini Plus und dann setzt die in eine rein. Hat geklappt, waren keine Eier dazwischen und ja, darum ist diese recht schwach. Und ja, die kommt mit der Zeit und die werde ich dann zwei Beuten zusammenschmeißen zu einer und daraus dann einen Ableger machen. Also immer zwei Stück, dann habe ich ungefähr 11 Waben. Die hänge ich in eine, da habe ich mir schon was gebaut. Und darauf kommt dann eine Brutzarge.